Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warships in meinem Kanal Magister Kobold. Schön, dass ihr dabei seid und wir sind jetzt hier heute mit der Minikaze unterwegs. Tier 5 Zerstörer der Japaner. Und ich versuche gerade den Captain hier auf den höchsten Level noch zu kriegen, damit ich den 5er Skill drin habe. Ich muss jetzt hier aber etwas defensiver fahren, da wir hier zwei Flugzeugträger dabei haben. Und das könnte halt ein bisschen böse enden für einen Zerstörer, der dann einfach mal so aufgedeckt wird. Ich schmeiß jetzt einfach mal hier so mal pro forma mal ein Torpedos durch. Da wir eine sehr, sehr schnelle Nachladerate haben, kann man das mal machen. In den späteren Tiers sollte man sich überlegen, wann man die Torpedos abwirft. Nur jetzt müssen wir halt ein bisschen aufpassen. Entweder unsere Flugzeugträger, obwohl das ist alles, das ist einmal kein Fighter Squad. Da sind ein paar Falter. Die decken jetzt erstmal gerade mal alles so auf. Aber jetzt haben sie die Chance, beide Falters da abzuschießen. Sofern die sich da mal ein bisschen vereinigen. Obwohl die Flak von den Flugzeugträgern sollte eigentlich dann auch ausreichend sein. Schauen wir uns das Schauspiel da hinten mal an. Achso, kann ich wieder nicht. Gut. Bin mal gespannt. Sofern sie sich da zusammenschließen, soll das eigentlich funktionieren. Das Problem an der Minikaze ist, die Geschütze sind sehr, sehr langsam im Drehen. Jetzt haben wir noch ganz viele Karlsruhe stehen. Dieses Schiff habe ich sofort übersprungen, weil das war ein so ein Drecksschiff. Da habe ich ein zu viel gekriegt. Ich sollte vielleicht jetzt nicht rausfahren. Jetzt mal einfach mal anhalten. Bin ein bisschen nah dran, finde ich, für meinen Geschmack. Schießen wir einfach mit drauf. Müssen wir nur noch treffen. So. Den nehmen wir einfach mal. So, wir toppen. Drehen unser Schiff. Was eine Dreckskuma, ey. Dann schießen wir ihn halt so drauf. Ich hätte noch mal einen dahinter werfen sollen. Wäre die bessere Alternative gewesen. Kuma fährt noch. Bisschen Zeit hier im Nebel. Ist das aufregend? Machen wir ihm halt so Schaden. So, das war's. Mit unserer Offensive mit Geschützen. Wenn wir mal gucken, was für eine Reichweite haben wir dann. 7 Kilometer. Jetzt muss er nur wieder zugehen. Komm schon, geh zu, geh zu, geh zu, geh zu, geh zu.
jetzt drücken wir mal hier mal ein bisschen durch. Die fahren ja jetzt natürlich alle weg. Dann fahren wir mal ein bisschen parallel dann nach unten, hauen wir mal hier in den Speed rein. Wir haben schon ein Schlachtschiff verloren. Nicht schön, nicht schön. Gar nicht schön. So, und wir sind verdammt schnell. Wir sind fallschnell. Ja, wir sind jetzt schon bei 44 Knoten. Ja, jetzt sind wir bei 44 Knoten. Das ist schon eine nette Geschwindigkeit, die man hier so hat. Jetzt muss ich aufpassen, aber mein Smoke ist auch gleich wieder ready. So, ich glaube, wir fahren jetzt parallel. Da könnte man ja mal einfach mal ein paar Torps werfen. So, jetzt kommt da noch eine Oma. Total uncool. Nehmen wir mal. Ich komme nicht so richtig ins Gefecht rein. Das ist gerade wieder so mein Problem. Erstmal hier hast du die ganzen Flieger. Da musst du halt aufpassen. Und irgendwie kommen die gegnerischen Schiffe nicht so, wie sie kommen sollten. Das wäre mal ganz cool. Jetzt muss ich warten, bis sie wieder weg sind. Und natürlich fahren sie alle weg. Die fahren alle weg. Svetlana verpisst sich. Das macht es gerade nicht wirklich einfach, um irgendwie mal einen Torp zu landen, wenn sie alle wegfahren. Logischerweise. Jetzt habe ich eigentlich einen Nebel rausgehauen für Nullo. So, die sind da durchgebrochen. Die Flugzeugträger stehen blank. Ist auch gut. Ich glaube, das verlieren wir. Taktisch leider nicht so super gemacht hier von den Jungs. Wie gesagt, ich hasse es, wenn zu viele Flugzeugträger dabei sind. Vor allem, wenn man dann als Zerstörer hier fährt, ist das halt alles ein bisschen unbefriedigend. Vor allem, da man nicht so viel machen kann. Man ist halt sehr, sehr gebunden. Mit der Minikasse kann man jetzt auch nicht so wirklich so in den Infight gehen. Das ist dann halt auch... So, und dann hat man halt die Flieger hier, die dann die Torps aufdecken. Und dann einen selbst auch aufdecken. Das ist jetzt halt so das Problem. Das sind einfach zu viele Flieger hier. Ich kann nichts machen. Ich bin eigentlich ausgeschaltet für das Spiel. Und werde jetzt hier höchstens nur noch einen hier auf die Fresse kriegen. Ich kann mich jetzt nur noch mal einnehmen. Wie gesagt, das ist jetzt halt gerade alles sehr unbefriedigend. Ich kann nichts mehr machen. Also nichts Gescheites mehr. Es sind zu viele Flieger da. Wir haben verloren. Ich habe eigentlich gar keinen Schaden gemacht. So, dann deckt einen doch das so nah auf. Das weiß ich. Dass mein Hauptturm kritisch beschädigt ist.
Ja, das war's eigentlich, glaube ich, von mir. Ich glaube, ich könnte vielleicht die. Sehr gut. Geil, jetzt ist der Kegel so klein, dass ich hier gar nicht reinkomme mit meiner Pisswanne hier. Da. Ja, toll, jetzt ist der Nebel vorbei. Na gut, stellen wir uns mal hier in Cap rein. Können wir auch die Flacker machen, also ist es auch egal. Ja, solange sie alle daneben werfen. Das macht auch Hupe. Guck mal, da hinten ist ein Träger. Weißt du was? Zur Feier des Tages greife ich jetzt den Träger an. Ach, ich habe einen Torpedowerfer verloren, das ist auch schön. Das wird so nix, mein Freund. Ach, ey, das kann doch nicht wahr sein. Fahr, 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 fahr. Fahr. Schon. Mal das erste weg hier. Jetzt machen wir Nebel an, bleiben wir einfach hier stehen. Ach, ey, aber so ein Lackwurf, ey, das gibt's doch nicht. Mit Glück beschissen, der Junge. Naja, das war jetzt auch wieder ein Team zum Niederknien. Wie gesagt, ich verstehe jetzt nicht, dass Wargaming es nicht hinkriegt. Ich frage mich, was haben die Leute gemacht? Was? Weil es bringt mir ja nichts, dass die Schiffe vielleicht alle auf einem Level sind. Wenn die Leute zu blöd sind, dann kann ich die da einfach nicht mit reinpacken. Das funktioniert einfach nicht. Da kann man auch einfach nichts machen. Naja, wir haben wenigstens noch die Königsberg rausgenommen. Leider hat es für den Träger nicht gereicht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.